Ich hab doch Orens, was will ich denn? Mit dir habe ich auch alles besprochen, denke ich. Bist du gekommen, um zu spionieren? Für wen so? Für Henselt, für Detmold. Sie haben dich ja offenbar gedungen. Wir haben ähnliche Interessen. Aber keine Sorge, Observieren von Vernon Roche gehört nicht dazu. Was führt dich dann her? Okay, der scheint nicht so auf deren Seite zu sein. Ich frage mich, was du hier eigentlich tust, Vernon. Für die blauen Streifen gibt es immer was zu tun. Besonders an so einem brenzligen Ort wie diesem. Ich kann mir denken, dass du mir nichts sagen willst. Bekanntschaft hin oder her. Ich halte mich auf dem Laufenden, ohne dabei zu vergessen, warum wir hier sind. Um Foltests Mörder zu suchen. Genau. Er verkriecht sich wie eine Ratte im Loch. Und wie eine Ratte wird er enden. Was kennst du die Situation? Ich bin neugierig, ob du weißt, was auf der anderen Seite der Geisterschlacht geschieht. Was sollte sich da geändert haben? Ein bunter Haufen von Zwergen, Elfen und Bauern versucht, Erdirn zu retten. Saskia ist eine ungewöhnliche Frau. Aber eine Frau. Und woher willst du überhaupt wissen, dass sie ungewöhnlich ist? Es wird viel von ihr gesprochen. Und wenn es anders wäre, könnte sie wohl kaum eine Armee aus Menschen, Zwergen und Elfen aufstellen. Du willst mir doch nicht einreden, dass irgendein Weib Henselt in der Schlacht besiegt. Du vergisst, dass Kaedwen um ein besseres Leben kämpft und Eddern ums nackte Überleben. Motivation ist wichtig, aber gegen Kriegskunst kann sie nichts ausrichten. Mich gehen nur die Interessen Temeriens etwas an. Von unserem Standpunkt aus ist es gut, wenn Henselt seine Kräfte hier bindet. Fürchtest du nicht, dass Eddern ihm nicht reicht? Dass er westwärts zieht, wenn er mit Saskia fertig wird? Möglich ist es. Ich hoffe, dass es nicht geschieht. Meinst du nicht, dass eine Drachentöterin schon ein bisschen was von Krieg versteht? Hast du nicht Sehnsucht nach deinem Freund Jorvet? Wenn die Götter wollen, fällt er mir irgendwann schon in die Hände. Allerdings wüsste ich wirklich gern, was dieser Lump gerade treibt. Pass bloß auf, dass Detmold seinen Spitzel nicht vermisst. Tut er nicht. Keine Sorge. Detmolds Netz kann sich sehen lassen. Der Spitzel Arnold gehört aber nicht mehr dazu. Der weilt schon in der nächsten Welt. Arnold? Hat er was Interessantes ausgeplaudert? War ein harter Knochen. Aber nach ein paar Ertränkungsproben haben wir herausgefunden, dass Henselt in den Grenzstädten Unruhe stiften wollte. Henselt ist nicht dumm. Er wird nicht an zwei Fronten Krieg führen. Dieser Schuft Loredo sollte für Kaedwen agitieren. Zum Glück hat ein Schwert ihm das Gedärm neu sortiert. Was hört man aus unserem guten alten Flotsam? Dank uns ist es noch das gute alte temerische Flotsam. Wenn ich Loredos Verschwörung nicht aufgedeckt hätte, wäre dort heute eine Kaedwener Garnison stationiert. Der Statthalter Johann Natalis hat einen neuen Kommandanten nach Flotsam geschickt. Hoffen wir, dass das nicht der nächste Hurensohn ist. Wegen der drohenden Niederlage haben sie bei uns in Hinterwalden ganze Dörfer eingezogen. Die Hälfte der Burschen ja, sind auf dem Wald zu du mir auch. Was gibt's Neues? Steinchen. Tag, verdammt. Hallo. Das sind keine Soldaten. Das ist Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich weiß halt nicht, welche Leute hier was Interessantes sagen. Fenn, wenn das deine Deckung ist, sehe ich schwarz für deine Visage. Wen haben wir denn da? Jemanden, der sich Sorgen macht, wenn er eure Künste im Faustkampf sieht. Wir üben täglich, stundenlang. Und da heißt es, Übung macht den Meister. Dann zeig doch mal deine Kunst, Weißkopf. Erklär mir die Regeln. Unsere Kleinodien heben wir uns für die Mädels auf. Ansonsten hauen wir zu, wie es kommt. Ach so. Wir lernen was dabei, du lernst was dabei. Das kann immer nützlich sein. Na, wie steht's? Probieren wir es mal? Also keine Regeln. Warum nicht? Wer will? Ich versuch's. Mal sehen, ob deine Fäuste so stark sind, wie dein großes Maul behauptet. Zeig mal, wie gut mein Freund Vernon dich geschult hat. Macht Platz! Hör die Arme! Genau so! Okay, was machen wir jetzt nochmal? Ach so, das. Upsi. Warte. Hör die Arme! Ah. Genau so! Oh, ich bin zu schlecht. Oh, das erste Mal hingekriegt. Ich werd wahnsinnig.
Bewegung! Mehr finden, nicht einschlafen! Ich drücke es, aber ich weiß nicht, es scheint immer zu spät zu sein. Weniger Abstand! Ich merk schon, Fenn wird nicht mehr viel von diesem Kampf wissen. Wir haben noch ein paar Überraschungen. Und du? Ja. Warum ich nicht? Muss üben. Wer will? Miss dich mit mir! Ich lerne gerne ein paar Hexerkniffe! Zeig mal, wie gut mein Freund Vernon dich geschult hat. Macht Platz! Hör die Arme! Genau so! Ja, das geht. Komm mal wieder zwei Buchstaben. Weniger Abstand. Hallo? So ist ja einfach. Ha, der ist jung, der lernt's noch. Wir haben noch ein paar Überraschungen. Ja. Und du? Warum nicht? Wer will? Hast du schon alle Ungeheuer weit und breit erlegt, dass du dich an meine Leute machst? Ich prüfe, ob du sie gut geschult hast. Und? Erstaunlich, dass sie so lange durchgehalten haben. Waschlappen seid ihr. Der haut euch um wie Strohpuppen. Vielleicht versuchst du es mal mit mir. Ja, wenn du unbedingt willst. Zeig, was du kannst, gestreifter Freund. Na klar. Mann, wieso geht das nicht? Ich drücke es wirklich. Mist. Du hast gewonnen. Das war wie ein Pferdetritt. War nicht umsonst, von dir eins auf die Fresse zu kriegen, Hexer. Der Mensch hat wieder was dazugelernt. Du sollst ein Andenken haben. Ich will keine Bezahlung. Das ist keine Bezahlung, sondern ein Dank. Wir streifen durch die Welt. Da haben wir ein bisschen Eisenzeug zusammengetragen. Such dir was aus. Nimm's und mag es dir nützen. Auf baldiges Wiedersehen. Warte mal, Eisenzeug? Hexer, nicht so schnell. Jetzt wirst du dich mit mir messen. Spitzel. Spitzel? Ja, komm, wir bringen das jetzt zu Ende. Von mir aus. Scheiße! Ja, das, Ich drücke es aber wirklich. Meine Taste hat geklemmt. Nein, aber... Ich weiß nicht. Ich bin immer zu spät irgendwie. Und eigentlich müsste ich schon am Boden liegen. Ja, das war kein fairer Kampf. Verdammt nochmal! Was soll denn das? Wir haben nur so zur Übung. Zur Übung? Werdet ihr gleich die Kantine scheuern? Nass! Mit den Ärschen! Ab ins Lager! Jawohl! Das ist noch nicht alles. Such keine quadratischen Geldstücke. Gewinnen kannst du nichts, aber verlieren deinen Kopf. Mhm. Mach's gut. Tja, da hab ich ja mal überhaupt nicht verdient gewonnen. Offene Rechnungen. Warte den Lauf der Ereignisse ab. Aha. Übst du weiter? Achso, nee, jetzt, das reicht jetzt. Wenn die Zeit kommt, übt vorläufig alleine. Ja. Übst du weiter? Achso, das ist immer... Wenn die Zeit... Die wollen alle das Gleiche, okay. Die wollen alle nur das eine. Was haben wir hier? Geht zu Roches Schiff?
Aha. Können wir gleich machen? Ich will mir das Lager noch fertig angucken. Kommt der Abmarschbefehl aus dem Dorf für die ganze Zenturie. Geralt, sei mir gegrüßt. Du hast versprochen, dass du zurückkommst. Scheint alles gewesen zu sein. Und ein Soldat genügt sein Mädchen nie. Und? Ist er zurückgekommen? Ja. 2 Jahre später fahren wir mehr. Na gut. Da steht er in der Tür. Einfach, weil wir es können. Braut sich was zusammen? Halt einfach die Klappe! Können wir jetzt hier irgendwo hinfahren? Vergiftete Harpienkralle? Sei gegrüßt. Okay, wirklich viel können wir hier ja nicht machen. Ha. Warte, wir fahren wieder. Das war ja jetzt sehr ergebnislos. Na gut, was haben wir denn so? Warte mal, erstmal sollte ich vielleicht hier... Ich meine, die Krabbspinne, die kam jetzt nicht nochmal, aber ich würde das trotzdem gerne mal lesen, damit ich es fürs nächste Mal weiß. Spinnen sind einsame Jäger, warten geduldig auf ihre Beute und töten sie mit einem einzigen Schlag. Das gilt auch für die Krabbspinne, eine riesige Kreatur, die im Wald am Fluss haust und dessen unangefochtene Herrscherin ist. Andere Jäger auf ihrem Territorium duldet sie nicht, auch keine Hexer. Ja, da weiß ich jetzt ganz genau, wie ich sie zu töten habe. Die Musik ist gerade irgendwie komisch. Stehen geblieben oder so. Warte mal, ich nehme das hier. Der Legende nach sind Trolle aus der Erde geborene Monster mit Leibern aus Felsgestein. Sie hassen das Sonnenlicht, das sie in Stein verwandelt. Na, das kann jetzt aber nicht sein. Die Trolle, die ich gesehen habe, sind tagsüber rumgelaufen, sodass sie nur nachts lebendig sein können. Und wie ist die Wirklichkeit? Unprosaisch wie immer. Trolle sind ganz normale Lebewesen und sie sind lieber am Tag unterwegs, weil sie so trampelig sind, dass sie im Dunkeln ihren Wodka verschütten. Ihre Haut ist in der Tat steinhart, aber darunter haben sie echte Muskeln, ein Herz und einen Kreislauf. Da sie bluten, kann man sie auch töten. So, und was haben wir an Quests? Offene Rechnungen. Aber da müssen wir anscheinend sowieso abwarten. Gepokert haben wir... Oh, die Musik stört mich gerade wirklich. Hey, das können wir abgeben. Das machen wir mal. Ah, da ist... Da ist der Pfeil. Sagt die Mutter zu ihm. Der Dorfschulze und der Werber wollen dich holen. Verdammt! Steine! Nichts als Steine. Und wieder mal ins beliebte Lager, weil wir so lange nicht hier waren. Untere... Achso. Olin! Wo bist du? Ich wünschte, ich wüsste es wirklich. Wen sehe ich denn da? Geralt von Riva. Du kennst mich, aber ich kenne dich nicht. Was nicht gut ist, denn ich könnte dir zu mehr Ruhm verhelfen. Willst du ein Lied über mich verfassen? Mit Liedern kenne ich mich nicht aus. Ich organisiere Ritterturniere im Auftrag des Königs. So ein Krieger wie du zeigt doch sicher gern, was er drauf hat. Hier. Ich komme wegen der Moder heute. Und wie steht es mit ihnen? Sie vermodern. Ah, sehr gut. Sie hatten etliche Patrouillen ausgelöscht. Hier hast du deine Belohnung. Dankeschön. Ritterturniere sind nur was für richtige Männer. Bin ich. In Ritterturnieren also können sich gerade echte Männer beweisen. Interessiert sich Hänselt auch für irgendwas außer Kämpfen?
In Kidven sind wir stolz auf unsere ritterlichen Traditionen. Nur Zweikämpfe in Arenen gestatten es dem Ritter, seine Form zu halten und seine Fähigkeiten weiterzubilden. Odrin! So, nochmal gucken. Verschwörungstheorie. Sprich mit den Soldaten über das Komplott gegen Hänsel. Der Zauberer wusste, dass sich der Hexer für den Fluch auf dem Schlachtfeld interessierte und gab ihm einen Hinweis. Offenbar war im Zusammenhang mit dem Fluch eine Verschwörung unter den Soldaten entstanden. Wer, wie viele, warum, das wusste Detmold nicht. Geralt beschloss, sich im Lager umzusehen. Oh, na toll. Warte mal. Ups. Können wir das verfolgen? Sehen wir da, mit wem wir sprechen können? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Olin, wo bist du? Ritterturniere sind nur was für richtige Männer. Nein, nein, nein. Immer noch auf der Suche nach Münzen. Kann ich hier immer noch nicht mit ihm sprechen? Was willst du denn? Kann ich mit ihm reden? Du bist in Ordnung. Und das heißt, du wärst uns behilflich. Also los, red mit ihm. Aber mach hin, der Hauptmann tritt uns die Eier in den Hals, wenn er das merkt. Es hat tatsächlich funktioniert. Ich dachte mir halt, wenn ich den Soldaten helfe, dann darf ich hier ran an den Gefangenen. Bloede, Fatgern, was willst denn du? Informationen. Der wollte gerade wieder Bloede Deune sagen, wahrscheinlich. Gehörst du zu Jorvets Trupp? Ja, und stolz drauf. Jorvet wird mich rächen. Gut möglich. Wegen mir hat man dich gefangen genommen. Versteh nicht. Ich habe Jorvet vor dem Verrat des Königsmörders gewarnt. Darum lebt dein Anführer noch. Lügner! Bist doch keiner von uns! Hab ich auch nicht behauptet. Euer Kampf und eure Leute sind nicht die meinen. Ich habe meine eigenen Ziele. Ich bin hinter dem Königsmörder her. Hilfst du mir? Sprichst du die ältere Rede? Der Deune soll nichts mitkriegen. Mhm. De Taermen en rendun fest. Efte sale emaes oeb demav slaet. Sea hirt. Entet vaer leto caime en sterte dunver, nea vort, erte dreich, aeb Deune, seret en egan fatgerne este, Tene aertenok waard, fisse egoen, aerle egoen, keine hat mehr. Tene tar emen dunf, dach me moert. Aha. Quintene, de arme, heißt? Tene nea saerle, vede sale en easne geirch, venea sein ten erd el? Nea te arme, nea saek en irre? Ele sael? Mekeane, bea het tet feaine esert, serit nea ure ea sene haet. Te ab egan, garte saet enet roetaine kaem hest. Te erne maute dea. Roetaine? Ke diaibel esse roetaine verter el? Fessen eat roetain, dren henselt gaerle furte haene. Tene de arme eles trea haene, Nea es erte, nea mer sea hert. Vezean me tene treis? En herte eb caendie es me goet vert. Sea este en kean e diable eb arseget. Caense tea treach. Ne se eme treach gleit. Ve quelle elet tene heist keme? Nea me hert. Este welt eb ketain koen hest. Quentes quen? Tene keane felt emer te hore fatgerne. Waffeil. Quene aerle fatgerne hen linge quen? Ne me seicht. Egan en serit est elle quen. Val moert gwindblet quenet balk. Yeah. Betene emeat gwindblet. Seat esteb gat es en dreit vines. Waffeil. Waffeil. Es klingt schon ein bisschen lustig. Oh. So, mit wem reden wir denn da jetzt? Gut, gut, gut.
Als aber der Prophet du bist nur Major wieder so ein Odrin. Odrin Lover. Hat Lotte mal die ganze Visage zerschlagen. Ihr wollt nicht mit mir reden? Ihr wollt mich auch nicht durchlassen? Ich stets zu Diensten. Du nicht, ne? Und dem König, was des Königs. Toll, mit wem soll ich denn hier reden? Dieser Denar. Was willst du? Werdet ihr gut verpflegt? Was haben die Nilfgaarder vor? Ich werde das Gefühl nicht los, dass mir jemand folgt. Gut möglich. Wer? Wieso? Detmolds Leute sind überall. Sollen irgendeiner Verschwörung auf der Spur sein. Mehr weiß ich nicht. Was willst du? Angeblich stehen euch die Streitkräfte Nilfgaards zur Seite. Ach was. Nilfgaarder reden viel, wenn der Tag lang ist. Aber auf dem Schlachtfeld suchst du sie vergebens. Mehrmals kann ich nicht mit euch reden, oder? Nee, anscheinend nicht. Leb wohl! Wow. Vielleicht da oben? Dies aber spricht der Prophet Majoran. Wahrlich, du bist bewegt von den Weisheiten des Propheten Majoran? Ach so, mit ja. einem Oren kannst du seinen Anhängern helfen. Ah, das war der. Hier, guck mal, 37, bin ich nicht großzügig? Ein langes Leben. Danke. Nimm dies Büchlein, das dich ein gutes Leben lehrt. Ach, das krieg ich dafür. Es kam aber einst ein Schüler zum Propheten Majoran und sprach also... Wow, ich bin beeindruckt. Beeindruckt? Habe ich jetzt so eine Bibel gekriegt, oder was? Die Irren nach diesen Münzen. Erwachsene Kerle durchkämmen das Lager, recken die Ärsche in die Luft wie die Volltrotten. Wozu das Theater? Als wir das Lager aufgeschlagen haben, gab es weit und breit. Guckt euch das an, Männer! Na, die werden hier direkt vor Detmold nicht über eine Verschwörung reden. Und hier beim König auch nicht. Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Soldat bist. Mir reicht's. Mann. Was macht der Hexe? Hier stinkt's nach Temerian. Alle suchen wie die Irren nach diesen Münzen. Du bist wahrscheinlich, du verkaufst nur was? Nee, nicht mal das. Als wir das Lager aufgeschlagen haben, gab es weit und breit nicht so. Ah, Adam Pankrat. Im Krieg gegen Nilfgaard habt ihr euch Ruhm erworben. Seit der Schlacht bei Brenner sind unsere Löhne um das Zweifache gestiegen. Risiko macht sich bezahlt. Ich wüsste gern mehr über die Schlacht von Brenner von einem, der dort die erste Geige spielte. Konstabler Natalis kommandierte die Nordlinge. Nilfgaard war übermächtig. Ohne das graue Fähnlein und uns wären unsere Armeen aufgerieben worden. Zum Glück kamen wir noch rechtzeitig. Wir hielten durch. Und schließlich war der Sieg unser. Wir haben uns die Groschen mühsamst erkämpft. An uns haben sich 50.000 Nilfgaarder die Zähne ausgebissen. Nilfgaards Oberbefehlshaber Menno Koehorn hat den Tod der Schmach vorgezogen. Wie in jeder Schlacht waren das bessere Zeitgefühl, das Ausnutzen von Fehlern des Gegners und Glück entscheidend. Ständig im Krieg zu sein, muss einen ermüden. Ich habe mir eine kleine Pause gegönnt. Eine Art Flitterwochen. Aber ich mag mein Handwerk. Ich kannte mal eine von euch. Sie hieß Ryla. Ryla starb in einem Hinterhalt, von einem Elfen getötet. Sie beging einen Fehler, ließ sich von ihren Gefühlen leiten. Unser Beruf verlangt Berechnung. Ryla, ich erinnere mich gut an sie. Lass uns über Armdrücken reden. Reden wir. Ich soll dich von Bart Schute grüßen. Bart Schute, na klar. Für einen Bauern ziemlich stark. Das stimmt.
Angeblich bist du unschlagbar im Armdrücken. Wenn es anders wäre, würdest du kaum mit mir sprechen. Ich verstehe nicht. Bei der Schlacht von Brenner war ich in einem Zweikampf mit einem Nilfgaarder. Er hatte ein Messer, ich nicht. Ich hielt sein Handgelenk umklammert. Die Klinge näherte sich meinem Hals. Er war stark, aber nicht ausdauernd. Ich merkte, wie er schwächer wurde, drehte ihm den Arm um und schlitzte ihm den Hals auf. Seit jener Zeit trainiere ich meine Arme. In meinem Beruf ist sowas nützlich. Trittst du gegen mich an? Wenn du gegen die Besten gewonnen hast, dann bist du würdig, dich mit Adam Pangrat zu messen. Oh, er spricht mit sich in derselben, in der dritten Person. Aber habe ich doch wahrscheinlich, oder? Nicht so hastig, weißer Wolf. Noch hast du nicht alle kräftigen Männer besiegt. Nee? Gegen wen soll ich antreten? Die stärksten in meiner Kompanie sind Martin und Randall und der Lagerschmied Magnus. Dann sind das meine Gegner. Bei Magnus ist Vorsicht geboten. Der braucht keine Zangen für seine Arbeit. Gegen irgendwen hatte ich doch, glaube ich, schon gekämpft und gewonnen. Aber ich weiß nicht, gegen wen. Ach, was. Aber ich würde jetzt auch erstmal die Folge beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.